Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier beim JFD Live Trading TV am Montag, 14.09. 11:30 Uhr. Nachdem es in der vergangenen Woche ja weniger TV gab, wollen wir die Frequenz nunmehr wieder ein Stück weit hochschrauben und uns aktuell hier mit den Märkten natürlich befassen. Nichtsdestotrotz hatten wir in der vergangenen Woche ja auch den DAX analysiert, weniger per TV, sondern vielmehr schriftlich. Und ich will kurz hier drauf eingehen, auf die Situation, die hier zuletzt eben am 8. September dargestellt wurde, um dann im Weiteren hier den DAX in seiner, ja, fast schon erwarteten hier in Gelb mögliche Range, in eben dieser Range hier weiter auszuwerten, denn es schien fast so, auch mit möglichen Ausbruchstendenzen, dass der DAX eben hier im Vorfeld des in dieser Woche anstehenden Fed-Termins am Donnerstag, beziehungsweise hier vielmehr Mittwoch, den Markt hier eben richtungsweisend beeinflussen kann. Oder eben auch nicht. Letztlich herrscht große Unsicherheit und die wilden Positionierungen im Vorfeld müssen dann hier erstmal abgewartet werden, ob es denn überhaupt dazu kommt. Im Nachgang, so. Wir wollen hier heute mit dem DAX eben mal beginnen im Stundenchart, der sich bislang kaum verändert zeigt, also marginal im Minus, will man sagen. Und das heißt ergo, dass wir hier jetzt damit rechnen müssen, dass der Markt sich bis zum Donnerstag, und da muss ich mich nochmal korrigieren, der Mittwoch war es sonst immer, aber diese Fed-Entscheidung ist natürlich der 17., der Donnerstag. Und ob der Markt bis dahin, wir haben es ja hier immerhin mit 4 Wochentagen zu tun, weil am Abend 20 Uhr ist es ja erst soweit, ob hier was passiert, ob der Markt bis dahin seitwärts tendiert, muss ich zeigen. Aber faktisch sind wir hier in einer Range. Unten schützt das Level 10.000, 10.030 etwa. Oben haben wir hier den Deckel drauf. Wir machen das Bild mal direkt ein Stück größer. Das hier im Prinzip auch der unveränderte Chart aus der vergangenen Woche. Hier oben der Deckel eben ganz klar bei 10.370 Punkten. Und mit dieser kleinen Fake-Breakout-Kerze hier vom 9.9. haben wir im Prinzip hier auch nochmal eine Bestätigung dieses Niveaus. Deswegen auch hier nochmal der rote Pfeil drauf. Interessant, dass wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend haben verteidigen können, der sich hier seit Ende August herleiten lässt. Die Linie muss nicht punktuell sein. Solche Trendlinien sind, ich will es mal so sagen, für der Markt legt wenig Wert auf Trendlinien. Letztlich ist es hier einfach nur eine Richtungsweisung von der Tendenz. Und man sieht, dass es eben mit der heutigen Schwäche schon ein Stück weit wackelt, das Ganze wieder. Aber innerhalb dieser Spanne von, man kann sagen, rund 350 Punkten ist der DAX durchaus neutral zu bewerten. Und ein Ausbruch aus dieser Zone könnte spätestens Donnerstag, aber eventuell auch schon früher, hier durchaus Folgeimpulse auslösen. Also achten Sie auf diese Marken. Das ist hier schon mal unter Daily Swing Gesichtspunkten äußerst wichtig. 10.030/10.000 ohnehin auf der Unterseite und hier auf der Oberseite 10.370. Ganz klar die Marken schlechthin. Rein von der Trendbewegung her, wir gehen dann später erst in den Stundenchart mal rein von der Trendbewegung her und auch von der Saisonalität, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten will. Sie werden sie ohnehin schon kennen, aber ergänzend muss natürlich aufgeführt werden, dass wir hier von der Saisonalität eine ganz klare Anweisung haben, wohin der DAX jetzt hier in oder mit Blick auf die kommenden Wochen fallen oder tendieren dürfte. Hier mit Blick auf die kommenden 20 Tage ganz klare Abwärtstendenz. Diese würde sich, wenn der DAX hier unter das Level von 10.000 Punkten zurückfallen sollte, sicherlich ja, antreibend bestätigen. Insofern, dass der Markt dann hier tatsächlich in Richtung der letzten Reaktionstief zurückfallen kann, kommt es natürlich hier zu einem Ausbruch nach oben. Daily Close über 10.370, muss man ganz klar sagen, hat der Markt hier natürlich Chancen auf der Oberseite, die dann auch ein Stück weit in Richtung 10.700, 10.750, 11.000 gehen könnten. Der Donnerstag hier, wie gesagt, ist sicherlich richtungsweisend und insofern ja, interessant, was passiert. Im Worst Case hat man hier nur Intraday-Chancen und muss dann sich eben nach dem Donnerstagabend dann wohl bemerkt ihr auch im außerbörslichen Geschäft hier auf den DAX bezogen, mehr oder weniger dann im außerbörslichen Geschäft oder am Freitagmorgen dann positionieren, um hier Nachfolgebewegung zu nehmen. Aber hier ist jetzt mit einer abnehmenden Volatilität zu rechnen, die sich dann entsprechend entfaltet. Die Marken sind aber hier definitiv schon mal so klar zu benennen. Tendenz, wie gesagt, ist auch aufgeworfen. Wir haben hier die Moving Average, die wir auch mal schnell hier als Rainbow nochmal darstellen können. Ja, der Rainbow ist ganz klar negativ aufgefächert. Wir haben eine negative Saisonalität und mit Ausbruch unter 10.000 muss ich weiter davon ausgehen, dass der Markt hier noch nicht fertig ist mit seiner Korrektur und entsprechend weiter zurücksetzt, was im großen Bild ja auch definitiv keine Katastrophe wäre. Andernfalls, wenn wir hier reinlaufen in
die Erholungssequenz, und wir sehen ja hier so eine Art aufsteigendes Dreieck, ja, das ist eine Formation, die hier rein Trend-Fortsetzungscharakter hat, aber wir haben hier eine Abwärtsbewegung, also passt das Dreieck irgendwie gar nicht ins Bild und das macht auch die charttechnische Formation ein Stück weit hinfällig, denn so eine Trend-Fortsetzungsformation aufsteigendes Dreieck lässt wahrscheinliche Anstiege möglich werden. Das kann auch in dieser Situation passieren, doch wir sind vom Trendimpuls eben hier in einer Abwärtsbewegung. Nicht im großen Bild, aber vom Allzeithoch ausgehend hier mit Blick auf die letzten Monate. Und da reden wir hier eben über den Zeitraum seit dem Allzeithoch vom April, haben wir hier einen Abwärtsimpuls, ganz klar, im Swing-Style. Im übergeordneten Bild ist der DAX meines Erachtens natürlich unverändert bullisch und die Marke von 30.000 wird in den nächsten Jahren, ich glaube nicht mal, dass es Jahrzehnte dauern, sicherlich erreicht werden. Aber kurzfristig scheint hier, wie gesagt, oben der Deckel ein Stück weit drauf und man darf mal sehen, was passiert. Die Fed wird dürfte hier sicherlich richtungsweisend wirken. Kommen wir mal kurz hier zum Stundenchart zurück. Die Situation in der vergangenen Woche, dass wir hier bei 10.370 eine Schwäche sehen im Sinne des überkauften Szenarios, so rums, erfüllte sich temporär. Bis zum Handelsschluss fiel der Markt tatsächlich und man hätte hier Gewinne einstreichen können in der außerbörslichen Session im asiatischen Handel und dann mit der Euphorie des Folgetages gab es dann hier wieder eine klare Übertreibung nach oben. 10.370 wurde auch durchbrochen, doch wie wir eben schon auf Tagesbasis gesehen haben, diese Euphorie konnte nicht gehalten werden. Der Markt hat nach diesem positiven Auftakt stark nachgegeben und hat hier letztlich, und das war auch der Hinweis von damals, wenn hier negative Divergenzen auftauchen, was ja hier ergo passiert ist. Also sprich, wir haben hier ein ganz, ganz signifikantes neues Preishoch gesehen, aber der Indikator selbst hat sich hier natürlich im Sinne des überkauften Status nicht sehr weiter nach oben weiter fortbewegen können. Und das war natürlich hier schon eine Divergenzeinladung. Und wer hier mutig war und auch den Mut hatte, hier mit Rückfall unter 10.370 wieder in den Markt einzusteigen, der wurde hier sicherlich reichlich belohnt. Und das führte ja letztlich, wie gesagt, dazu, dass wir auch hier auf Tagesbasis die gelbe Range weiter intakt halten, beziehungsweise hier viel mehr bestätigen. Da ist sie. Und diese Range, wie gesagt, dürfte auch für die kommenden Tage interessant sein, es sei denn, es gibt eben hier den Ausbruch. Und das haben wir jetzt hier auf Stundenbasis natürlich genauso das Bild, dass wir hier anders als bei 10.300 sogar eben hier einen Intraday-Widerstand haben auf der Oberseite und 10.370 bleibt im Kontext des Tagescharts als Hürde zu definieren. Unten 10.000, 10.030, hier diese grüne Zone sollte beachtet werden. Was wir natürlich hier im Chart aktuell sehen, im Intraday-Chart, ist eine positive Divergenz. Das heißt hier die Preistiefs, die gemacht wurden, insbesondere hier seit oder aus der vergangenen Woche, werden hier aktuell nicht bestätigt. Der RSI-Oszillator zeichnet sich mit höheren Bewegungspunkten aus, Bewegungstiefs, hingegen der Preis das nicht vollzog. Also insofern hier eine leichte Annahme, dass der Markt hier positiv tendieren könnte, heute noch, denn auch die Wochentagsstatistik zeigt mit 54% positiver Schlusspreise, dass der DAX durchaus noch ein Stück weit nach oben laufen kann. Wenn er sich hier über 10.100 hält, wären perspektivisch 10.250, 10.300 für heute zu erwarten. Das kann man mal so als Annahme nehmen, um hier entsprechende Perspektiven aufzuzeigen. Spätestens dann jedoch dürfte wohl eher das wieder passieren und die Range sich fortsetzen. Wir werden den DAX natürlich weiter engmaschig beobachten in den kommenden Tagen, gerade auch natürlich, um hier gegebenenfalls im Vorfeld schon eine Ausbruchstendenz weiter zu lokalisieren. In Sachen Saisonalität und Trendimpulsbewegung seit dem Allzeithoch ist der Weg relativ klar. Ob es so kommt, wir werden sehen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag. Nachher hören wir uns nochmal wieder. Ihr Christian Kämmerer, bis dahin und tschüss.